Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Das ist ja witzig. Ja, ich glaube, ich werde hier mal eine neue Mission eröffnen. Ich bin hier gerade in bei dem Vampir, bei dem höheren Vampir, der liegt halt irgendwie hier rum. Und ich habe ja gesagt, dass ich jetzt so ein paar Nebenquests dann machen werde, wo ich ja dann auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann, weil ich spiele halt Blut, Schweiß und Tränen, halt der schwierigste Schwierigkeitsgrad, den es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ja, mache ich halt Nebenquests und damit man halt irgendwie das, ja, sich dann halt überlegen kann, ob man halt die Nebenquests sich angucken will, ob man alles irgendwie sich angucken will oder ob man halt nur, ja, die Hauptquests sich angucken will, werde ich das halt irgendwie separat aufnehmen. Und ja, jetzt habe ich beim Durchstöbern, habe ich dann halt was gefunden. So eine schimmernde Wand. Da hatte mir Kira hatte mir irgendwie mal so eine Lampe gegeben, mit Hilfe von der Lampe oder war das dieser Stern? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Damit kann ich halt diese Wand aufbrechen. Ich probiere es erstmal mit der Lampe. Ach, die haben wir schon. Ich probiere es erstmal mit der Lampe. So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Jetzt müssen wir erstmal drauf warten, bis das Feuer aus ist. Dann ist es doch dieses Medaillon. Da brauche ich einfach nur rangehen und dann hält er das Medaillon daran. Genau. Interessant. Ja, dann fangen wir gleich so an, ne? Dann fangen wir gleich mal so an. Ist da hinten noch? Schwur des Ritters. Hier ruht Ritter Ramon von Gichon. Auf meinem Grab ist nicht das Antlitz des Mannes zu sehen, der einst gelebt hat. Ich habe mich mit Herz und Seele und Körper dem Rittertum verschrieben und wünsche als Ritter in Erinnerung zu bleiben. Das Symbol der Ritterschaft ist ein nacktes Schwert. Und dieses Symbol ruht über mir. Das Schwert, das meine Ehre, meine Freunde und mein Herz verteidigt hat. Das Schwert, das mir näher war als mein Bruder. Als ein Bruder. Das Schwert, das nie mit dem Blut eines Unschuldigen befleckt wurde. Es soll für immer auf diesem Stein ruhen. Oh. Zu spät. Das habe ich mitgenommen. Und das hat ordentlich was. Die haben beide ordentlich was, was sie irgendwie hier an Schaden machen. Und das, obwohl das noch nicht mal Hexerschwerter sind. Na gut, okay. Es geht weiter. Wir wollen jetzt mal gucken, wie das aussieht mit weiteren Quests. Dafür muss ich aber erstmal den Ausgang finden. Das war meines Wissens hier. Würde mich nicht wundern, wenn das jetzt noch Ärger gibt, weil ich halt da dann das Schwert dem Typen weggezaubert habe. Komme ich wieder alles verflucht oder so. So, was haben wir denn hier für schöne Quests? Also letztendlich ist es halt immer so. Ja. Oh, ich habe gerade einen Anruf gekriegt. So, gleich mal abgewürgt hier, ne? Ach so, ah, oh, ich glaube, ich weiß. Ich weiß, was los ist. Wie wir das immer so gemacht haben, werde ich das jetzt auch machen. Wir haben hier so wunderschöne, nur wie gerade die gesperrte Stadt. Ha. Ist ja witzig. Das ist eine Quest, die kenne ich noch gar nicht. Gewinnt-Sachen hier, den ganzen Kram. Das brauche ich alles nicht. Was haben wir denn hier in Hexeraufträgen? 37. Großwildjäger.
Wollen wir das machen? Haben wir etwas, was niedriger ist als, ja, 35. Gesänge des Hetzer, Ritterherzens. Dann machen wir erstmal das. Das ist das, das ist die Art, wie ich halt die Quests immer gemacht habe, und ich fand das immer ganz gut. Und zwar, indem ich halt immer die niedrigste Quest angefangen habe. So kriege ich halt dann immer noch einigermaßen Punkte. Ich sehe ich gerade, bin vorbeigelaufen an dem Wegweiser. Und ich glaube, da will ich nicht ganz hinlaufen. Aber das ist jetzt auch irgendwie wieder so ein Schmied, habe ich gerade gesehen. Das ist ja auch nicht verkehrt dann. Boah, wollen wir mal schauen. Schönes Wetter auch immer, ne? Also. So, wollen wir mal schauen. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat? Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann... Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal, als würde sie sich in Luft auflösen. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht, dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Was du da gehört hast, vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie?
Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht, denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Reden wir erst über die Belohnung. Jawohl. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Na. Was verlangst du? Ja, sagen wir mal 5. So. Ich habe Freunde, die ich fragen kann. Sicher leihen sie mir was, aber nicht mal das würde reichen. Kannst du nicht etwas runtergehen? Och, du Pussy. Ja gut, sagen wir... Nein, verdammt. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Oh, schieß du. Schießen wir. Darauf habe ich am meisten Lust. Komm mit. Beim Schießwettbewerb misst du dich mit anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Manchmal begreife ich wirklich gar nicht, was du sagst. Ja, also ich musste nur mal kurz weg. Meine Freundin hat angerufen, muss ich noch mal kurz unterbrechen, aber sollte jetzt nicht so unglaublich schlimm gewesen sein. Triff die roten Ziele. Schon gehört? Im Adaiso-Steinbruch gibt es eine Kuhplage. Na, was denn nun? Nein, Kühe. So, ich wollte die ganze Zeit die Abos einstellen. Oh Mann, ey, das mit Gamepad. Das Ziel geht schon runter, bevor der Pfeil eingeschlagen ist. Dahinter ist auch noch eins. Hab ich nicht getroffen? Oh Mann. Hä? Nochmal? Ja. Machen wir nochmal. Ich versuche es gerne nochmal. Jetzt hol ich aber den richtigen Bogen raus.
Ach, das Ding war schon unten, ich Trottel, ey, oh Mann. An der Isosteinbruch gibt es eine Kuhplage. Keine Frösche? Nein, Kühe. Du willst mich wohl verarschen. Was? Hier wird hier jemand verarscht? Wo soll ich denn noch irgendwie? Ja. Nochmal? Was? Wie? Es reicht. Genug geschossen. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Gute Idee. Genau. Nur wegen Plötze machen wir Komm das. Komm mit. Da schubst du mich weg, ne? Da hat er mich weggeschubst. Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten an. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Du solltest doch meine Klinge polieren. Aber das habe ich. Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Da ist ein Rostfleck in der Hohlkehle. Und an der Spitze sind Abdrücke von deinen schmierigen Fingern. Dafür wirst du bezahlen. Toll, nach dem Turnier. Meister Hexer, du suchst nicht zufällig einen Lehrling? Wenn die Schlimmste sind die Faulheit, was ist dann mit Spiel und Freizeit? Wenn man packt am liebsten an, was Hallo. Man auch hey, gar kein Zweifel. Da komm, geht weiter hier. Geht's doch, oder? Ja. Ah ja, da steht ja schon ein Gaul. Na nun? Hier, Assassin's Creed, jawoll! Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Ach du Scheiße! Was will der von mir? Hey! Ich weiß gar nicht, ja. Schlag ihn! Wie ist geschlagen? Wie meint das mit der Armbrust? Ah, schön. Also das ist ja doof. Vor allem, dass das dann nochmal eine andere ist, ne? Also den habe ich mal getroffen. Das gab auch mal irgendwie so ein Feedback, ne? Ich hoffe, das ist hier richtig. Oh fuck! Komm mal raus mit den Dingern. Du sollst nicht springen, du sollst den Typen schlagen. Wie runter muss ich denn machen? Oh oh. Versuchst du es nochmal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Ja, einmal mal noch. Es kann nicht schaden, noch einen Durchgang dran zu hängen. Übung macht den Meister. Das gilt auch für Hexer. Du meine Güte. Dann hey, ja! Ja, da waren wir. Ja, super schön von der falschen Seite. Trottel. Zu spät wahrscheinlich. Also mit den Armbrüsten habe ich, glaube ich, mehr Erfolg. Dass man irgendwie
Bleib so. Was macht er denn? Was macht er denn, Alter? Bleibt er einfach stehen oder was, der Trottel? Oh Mann. Wieso? Nun, geh doch rüber da. Wieso ist der denn stehen geblieben? Weil ich vom. Ah, ich kann einfach nicht. Ich hab zu wenig Skill für so einen Scheiß. Habe ich sogar das Ding verkackt, ey. Oh. Ich weiß noch gar nicht, mit dem Schlagen ist. Ah! Da war die Rübe ab. Das hat man gesehen. Hier geht's nochmal am Flusslein lang. Ja. Oh, 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 oh. Auch nochmal die Rübe ab. Oh, oh ja klar. Ja, jetzt ist meine Kamera einstellen, so scheiße. Ah, die hätte ich noch weggepustet. So, reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Ja, ich starte voll. Mir reicht es. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Und wohin jetzt? Kampfübung. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Komm mit. Komm mit. Du kämpfst zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Gute Neuigkeit? Klar. In deinen Schädel kannst du deine, meine Armbrust schießen. Also, wenn das nicht Bosch ist, wo haben deine letzten Reisen dich hingeführt? Hallo, Cassie. Ich bin auf einer Mission voller. Stell dich in die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Wir kämpfen, Armleuchter. Hejo, hejo. Ritter, die sind selten froh. Hexer, benimm dich. Halt die Fresse. Wie kann ich dir helfen? Ich kann kämpfen. Ach, du Hurenkerl! Bus? Was hat er gesagt? Schnell! Von rechts! Alter! Yes! Ja! Ah, was war das denn? Willst du noch üben? Oh, Scheiße! Ich könnte sicher noch etwas Übung gebrauchen. Schließlich kämpfe ich sonst gegen Monster, nicht gegen Ritter. Alter, der hat mich getäuscht, der Arsch. Der ist hochgesprungen und hat gar nicht zugestochen. Hey, yo, hey, yo. Ich stehe meinen Mann. Doch Vorsicht, ich mache keine halben Sachen. Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Alter, danke, dass du mal dein Schwert ziehst. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was? Oh Gott. Willst du noch üben? Ja. Ich könnte sicher noch etwas Übung gebrauchen. Schließlich kämpfe ich sonst gegen Monster, nicht gegen Ritter. Hexer, benimm dich! Endlich. Du willst kämpfen? Warum nicht? Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Wie der Hellebarde. Tapferkeit! Oh! Das gibt's ja gar nicht! Ich könnte natürlich einen Heiltrank nehmen, aber das wäre ja unfair irgendwie, oder? Das ist ja schließlich ein Turnier. Du kleiner Kobold! Du kleiner Kobold in die Fresse! Ich hatte damit gerechnet, dass du gut bist, aber nun staune ich doch. Ich glaube, das reicht.
Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert mehr Können als diese Art Kampf. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Also, das ist natürlich, da hat er aber die Fresse ganz schön aufgerissen, muss ich sagen. Zweimal voll auf die Fresse gekriegt, einmal wahrscheinlich durch Glück gewonnen. Und dann erzählt er irgendwie so eine Geschichte von wegen Hexenwerk ist viel anspruchsvoller und so. Ritter de Perak Peyron? Tot? Ein Schleifstein. Einer der Mächtigen ist gefallen. Und die Rüstung ist da. Hübscher Ausstellungsraum. So, weiter geht's. Das schöne Wetter genießen. Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich renne hier irgendwie wieder über die halbe Karte. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Gar kein Zweifel. Ja, wo bin ich? Na, warte. Was sind ja auch noch die Aufträge dran, oder was? Ups. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Eide? Was für Eide? Das ist vielleicht die einzige Frage, die mich noch interessiert. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ich schwöre beim Reiher? Ich schwöre bei meiner Liebsten? Was? Ich schwöre beim Straps der Herzogin? Ich schwöre lieber gar nicht. Ich schwöre beim Reiher. Na komm hier. Ich schwöre feierlich bei Yennefer von Wengerberg, der Heldin meines Herzens, dass ich die Rittertugenden im Wettkampf achten werde. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Mann, das ist ja irgendwie hier schon fast ein Spielfilm. Ich wollte eigentlich nur eine Nebenquest machen. Ich dachte ja mal, ein Monster erschlagen und fertig. Das war wohl ein Irrglaube.
Gott, wie sieht der denn aus? Inventar. Das Ding hat mal überhaupt keine Vorteile. Aber von den Rüstungswerten ist er schon besser. Sehr witzig. Na gut, aber die Schwerter durfte ich behalten, oder was? Die können noch mal einen kleinen Anstrich vertragen. So. Die haben aber komische Stimmen, die kleinen Kinderchen hier. Frittierte Endriagendrüsen, Hundetitten, greif zu, solange sie warm sind. Vielleicht treffen sie dieses Schwert. Ah, ich wollte noch mal kurz abspeichern. Weil das sieht ja schon so aus, als würde ich hier, ich sag mal, das Ansehen meines Herzens in den Dreck ziehen. So. Oh. Das sieht danach aus, als müsste ich wieder hier. Also sowas. Umgreifen. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwint. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Gewinnt? Oh, Gwint? Oh. Oh, nö. Danke. Ein andermal vielleicht. Du gönnst mir zwar kein Spielchen, aber gleich werden immerhin meine Augen erfreut. Herrin Vivienne müsste jeden Moment erscheinen. Ich hab echt keine Lust. Also Gwyn... Das reizt mich überhaupt nicht. Oha, das Wallen da. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Das ist also seine Liebste, ja? Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Ich will auch einen Bogen. Geh weg mit der Armbrust. Ich will einen Bogen. Oh. Ich bin ein bisschen angespannt. Oh, die Sonne stört mich. Schießen Sie. Oh. Oh. Und Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Geralt liegt vorne, die anderen zu... Ja, jetzt habe ich zweimal auf den geschossen. Ich habe das schon beim ersten Mal getroffen. Das hätte ich ja mit Gamepad nie geschafft. Harm Akerspark trägt den Sieg davon. Das rührt ihn zu Tränen. Ich sehe es schon. Geralt von Riva! Er gab nicht sein Bestes.
Und was? So versagt er während des Testes. Was? Wieso? Ich hab doch alles... Hä? Aber... Hä? So ein verschissenes Pech. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ich bin gerade so ein bisschen... Ja, gehen wir. Wieso habe ich irgendwie... Habe ich ein Schild übersehen oder so? Also überraschen würde mich das jetzt nicht. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Ah, das war ein Kuckuck, ne? Oha, lass es lange krallen. Clownspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Oh, halbe Vivienne. Augen eines Rehs. Von Locken umrahmt. Tirolfeder. Hält Vivienne sich einen Vogel? Wenn ja, hier ist keine weitere Spur von ihm. Also, ich muss ja sagen, da war so ein gelber Vogel, ne? Als sie sich unterhalten haben. Hm, Mäzenas. Und sie mögen Vögel. Damit macht man Kompressen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dieser gelbe Vogel hat schon was damit zu tun. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die Einzige, die einen Farbtick hat. Da kommt jemand. Rasch! Wie eine Eule. Original. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Was habt ihr da drin getrieben hier? Die Blüte. Höret und sehet, ihr hochstehenden Herren! Hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Reinfahren von Atre. Horm Akersberg von Mecht! Donimir von Troja! Guy de Bois Fresne im Dienste der Herzogin! Delvin von Kregiau! Graf Tai von Dorndal! Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien! Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier! Vivienne, Schönheit betörender Zier! Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit!
Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Was für ein Spektakel. Seht, Wein. Wie die Stute von Geralt dahin fliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. So, nochmal eine kleine Pause. Was ist jetzt hier los? Muss ich jetzt hier... Los geht's! Es donnert die Hufe! Es donnert am Schluss! Nun wird es sich zeigen, wer brechen muss. Oh, Scheiße. Oh, voll nicht hier. Was? Oh! Was machst du? Was? Was machst du? Eines Tages bin ich berühmt. Daneben oder was? Oh, ich dreh durch. Ist ja ganz hübsch, aber ich bin einfach zu blöd für sowas. Das war daneben. Oh nein, ich schimmle. Oh, jetzt hält der an wieder, der Vogel. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Ich hab doch... Oh, der Pfeil steckte doch da drin. Ich bin zu blöd für sowas. Ich habe die Schwere. Daneben. Schon wieder versagt, ey. Oh. Na, dann krieg ich wahrscheinlich... Was für ein Jammer. Was soll man da singen? Hoffentlich weiß er, das Schwert gut zu schwingen. Komm mit mir zum Fest. Wir warten gemeinsam bei einem Wein auf Vivienne. Geh du voraus. Oh, Jammer. Das ist irgendwie... Naja, aber ich glaube, ich habe irgendwie... Und? Ich hätte vielleicht... Ich Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst, eine Vampirin? Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Na ja, gut. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen? Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Oh oh. Eine Herausforderung. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling. Berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Da du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Ich will, dass Geralt wieder seinen Bart hat. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1... Na gut, er ist schon mal das richtige Schwert gezogen. Hat er jetzt getroffen oder was? Scheiße. Okay. Habe ich ihn auch erwischt?
Mist. Gar nicht so einfach. Kann ich eigentlich auch parieren? Was macht er? Wissen Sie was? Wer hat gesagt, dass er sein scheiß Schwert wegstecken soll, ey? Oh. Ups. Hier bin ich aus Versehen auf den Heiltrank gekommen. Oh. Was ist denn jetzt? Die Götter haben dich für deine Feigheit gestraft. Bla bla bla. Du hast gewonnen. Fertig. Jetzt lass mich was klarstellen. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah. Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Also ich werde irgendwie nicht wirklich, ich werde nicht besonders gut bei diesem Turnier dabei kommen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, diese Folge wird unter den Tisch fallen. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen der auf Berg. Euch wartet. The Mountain. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Ja, ich muss jetzt erstmal hier Schluss machen, sonst wird die Folge ja ewig. Außerdem habe ich noch ein bisschen was zu tun. Man hört und man sieht sich hoffentlich. Wie gesagt, das ist hier nur so ein bisschen Bonusmaterial. Ansonsten gibt es ja noch meine Hauptkampagnen Blagedöns halt noch auf dem Kanal sind, ne? Auf Live und so. Und ja, das war's dann noch. Viel Spaß noch und tschüss.